Ja, moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr seid unterwegs, seht einen richtig geilen Spot, Landschaft, Autos, Architektur, Personen, was auch immer, macht davon die Mörderhammer-Fotos, geht nach Hause, guckt euch die Bilder voller Euphorie auf eurem Rechner an und stellt fest, dass sie doch irgendwie nicht so toll sind, weil der Schärfepunkt irgendwie nicht genau sitzt und die Bilder leicht unscharf sind. Mir ging das zuletzt so und das auch noch auf einem Porträtshooting, das war sehr ärgerlich. Allerdings habe ich eine Lösung gefunden, wie man dem ganz einfach vorbeugen kann. Und wenn euch das auch interessiert und ihr auch schon mal den Fehler hattet, bleibt einfach dran, denn ich zeige euch jetzt, wie man das ganz einfach lösen kann. Ich habe mir letztens dieses neue schicke Objektiv gekauft, das Canon EF 85mm f1.8. Kennt vielleicht einer von euch, ist ein richtig geiles Porträtobjektiv, damit habe ich unter anderem dieses Profilfoto von mir gemacht und das Ding ist echt Burner. Es macht Hammerfotos mit wunderschönem Bokeh und leider auch unscharfe Fotos. Wie gesagt, ich hatte letztens ein Porträtshooting und war mit dieser Linse dann gleich mal unterwegs, habe aber während des Fotoshootings glücklicherweise schon festgestellt, dass mit diesem Objektiv leider sehr viele Fotos unscharf waren. Ich habe dann den Rest manuell fotografiert, zum Glück. Und so hatte ich noch genug Fotos, die ich gebrauchen konnte und den Kunden übergeben konnte. Allerdings war das wirklich sehr ärgerlich, weil gerade von den Fotos, die daneben waren, waren so viele, die richtig schön waren. Glücklicherweise gibt es Google, auf dem ich viel unterwegs war und recherchieren konnte, woran das Problem eigentlich genau liegt und wie ich das lösen kann. Es ist tatsächlich relativ simpel. Es hängt mit dem Sucher zusammen. Wenn ihr also so wie ich eine DSLR habt, mit einem analogen Sucher, dann kann es sein, dass das Objektiv nicht ganz genau auf die Kamera abgestimmt ist und dann werden die Fotos, die ihr durch den optischen Sucher macht, etwas unscharf sein, wenn ihr im Autofokus-Modus arbeitet. Wenn ihr allerdings über den Live-View arbeitet, dann habt ihr nicht das Problem, weil hierüber einfach alle Fotos knackenscharf aussehen. Das liegt einfach gesprochen daran, dass die Bilder, die über den Live-View gemacht werden, direkt über den Sensor, über eine Kontrastfokussierung erstellt werden, während hingegen die Fotos, die über den optischen Sucher gemacht werden, über einen Phasenautofokus erstellt werden. Und das Problem hat man grundsätzlich erstmal nur mit DSLRs, so wie ich eine habe. Wenn ihr eine Systemkamera habt und der Fokus sitzt immer daneben, dann würde ich euch empfehlen, mal zu kontrollieren, ob das bei allen Objektiven so ist. Wenn es bei allen Objektiven so ist, dann stimmt wahrscheinlich was mit der Kamera nicht mehr. Und wenn es nur bei ein, zwei Objektiven ist, dann vielleicht mit den Objektiven. Bei mir war es so, ich habe herausgefunden, dass dieses Objektiv wirklich sehr weit daneben lag. Ich zeige euch gleich, wie ihr das einstellen könnt. Bei anderen Objektiven hatte ich das gleiche Problem. Ich habe 5, 6, 7 Objektive. Und eigentlich waren tatsächlich bis auf die Canon L-Objektive, das muss ich sagen, die passten. Die anderen wirklich alle leicht daneben bis stark daneben. Und das hat dazu geführt, dass wirklich viele meiner Bilder im letzten halben Jahr, auch der Urlaubsbilder, immer so leicht unscharf waren. Ich dachte immer, es liegt tatsächlich an mir, weil ich zu doof bin zum Fotografieren. Das mag auch bei vielen Fotos der Fall sein. Aber tatsächlich habe ich bei meinen Testfotos, die ich dann gemacht habe, herausgefunden, dass der Autofokus, wenn er gesessen hat, immer daneben war, sobald ich über den optischen Sucher geguckt habe. Um das Ganze einzustellen, braucht ihr tatsächlich gar nicht viel. Ihr braucht zum einen irgendwie eine Testgrafik zum Einstellen, zum Beispiel so eine, die war in meinem Handbuch der Kamera dabei. Es gibt auch ein paar andere, ich verlinke euch einfach mal welche unter dem Video, könnt ihr euch einfach runterladen. Und dann braucht ihr eine Kamera, wo ihr das einstellen könnt. Bei mir in der Canon 6D Mark II gehe ich einfach ins Menü, hier hinten in dem letzten Bereich, gehe auf Autofokus, dann auf den Menüpunkt Nummer 16 und dort habe ich hier eine Möglichkeit, entweder für alle Objektive die Werte umzustellen oder pro Objektiv. Dort kann man dann drauf gehen, drückt dann hier ändern und kann dann einfach mit links und rechts die Einstellung ändern. Es kann einfach sein, dass das Objektiv entweder einen Frontfokus oder einen Backfokus hat. Das heißt, das Objektiv entweder immer davor fokussiert oder dahinter und hiermit könnt ihr das fein einstellen. Und als letztes braucht ihr noch ein Stativ, damit ihr einfach sicherstellt, dass die Kamera sicher steht, nicht wackelt und ihr immer von der gleichen Distanz und aus dem gleichen Winkel fotografiert. Ich würde euch empfehlen, die Spiegelverriegelung anzumachen, damit einfach die Kamera noch ein bisschen stabiler steht. Das heißt, der Spiegel erst runterklappt und dann später ein Foto gemacht wird. Und dann am besten mit einer Verzögerung von 2 oder 10 Sekunden auszulösen. Das heißt, ihr drückt drauf, entfernt euch von der Kamera, dann wird ein Foto gemacht, ihr guckt euch das wieder an, damit ihr wirklich sicher gehen könnt, dass nichts verwackelt. So, und dann macht ihr einfach ein Foto, einmal mit dem optischen Sucher und einmal mit dem Live-Viewfinder. Und dann
testet ihr einfach, ob die Testgrafik in beiden Fällen genau gleich scharf ist. Das müsst ihr ein paar Mal machen, einfach um sicher zu gehen, dass es vielleicht nicht zufällig ein Fehler war, weil ein Objektiv ist ja auch nicht in 100% der Fälle immer genau scharf im Autofokus. Also macht das einfach 3, 4, 5 Mal. Ich würde euch empfehlen, nach Möglichkeit, wenn ihr das irgendwie hinbekommt, mit ISO 100 zu fotografieren. Also entweder geht ihr raus oder ihr beleuchtet drin euer Objekt, was ihr fotografieren wollt, eure Testgrafik ordentlich, weil es einfach so ist, dass ihr bei höheren ISO-Werten durch das Bildrauschen nachher im Detail schwer feststellen könnt, welches Bild schärfer ist und welches unschärfer ist. Und natürlich solltet ihr bei Offenblende fotografieren, also bei einem F4er Objektiv wäre es F4, bei F1.8 Objektiv F1.8, weil es einfach so ist, dass natürlich bei Offenblende der Schärfebereich am kürzesten ist und da halt die Schärfeunterschiede wesentlich genauer auszumachen sind. Und wenn ihr dann dabei feststellt, dass das Objektiv über den optischen Sucher grundsätzlich unschärfer ist als über den Live View, dann solltet ihr das Objektiv einstellen. Und dann könnt ihr auf verschiedene Art und Weise vorgehen. In meiner Anleitung zum Beispiel stand, ich soll am einfachsten mit dem Live-View fotografieren, dann wieder mit dem Sucher fotografieren, dann die Distanz ein bisschen einstellen und gucken, in welche Richtung das Sinn macht, also wo wird es besser, wo wird es schlechter, und dann wieder zu vergleichen. Ich habe letztendlich nur über den optischen Sucher fotografiert und habe dann einfach immer in links und rechts ein Foto gemacht, das heißt minus 10, plus 10 und 0. Über den optischen Sucher und einfach geguckt, welches Foto davon am schärfsten aussieht, hat dann diesen Bereich eingegrenzt. Also sah jetzt 10 schärfer aus als 0. Dann habe ich 15, 15 genommen und das dann halt immer enger gefasst, bis ich den Wert hatte, wo ich festgestellt habe, dass das Foto dort am schärfsten ist. Und habe es dann nachher auch mit dem Live Viewfinder verglichen und herausgefunden, dass das Bild wirklich dann knackscharf ist und das übereinstimmt. Wenn ihr jetzt ein Zoom-Objektiv dran habt, so wie dieses hier, dann werdet ihr sehen, ihr habt zwei Skalen. Eine ist für den Weitwinkelbereich, das wäre jetzt hier 24, und eins für den Telebereich, das wäre jetzt hier 70. Und ihr müsst das in beiden Bereichen dann einfach testen und jeweils getrennt voneinander einstellen. Ihr habt auch die Möglichkeit noch im Menü die Seriennummern zu speichern für die Objektive. Das heißt, wenn ihr mehrere 50mm F1.8 habt oder vielleicht Leihobjektive oder wie auch immer, dann könnt ihr das für jedes Objektiv davon getrennt einstellen, weil die Kamera sich dann die Seriennummern speichert, wenn sie nicht schon automatisch erkannt werden. So, das war auch schon alles. Wenn ihr schnell seid, schafft es vielleicht 10 Minuten, dann eine halbe Stunde oder wie auch immer pro Objektiv. Ich habe jetzt für alle meine einen halben, dreiviertel Tag gebraucht. Allerdings war das Problem bisher mein 150 bis 600 mm Objektiv, weil für die 600 mm da fängt mein Objektiv bei Blende 6.3 an und ich brauchte ungefähr 15 Meter Abstand zur Testgrafik. Das heißt, ich konnte glücklicherweise durch drei Räume hier fotografieren und dann ganz am Ende so die Testgrafik so fotografieren, dass sie noch komplett drauf war und nicht nur ein Teil, und musste die dann auch noch vernünftig ausleuchten, weil es an dem Tag auch noch dunkel war. War also ein bisschen komplizierter, hat aber auch letztendlich funktioniert. Und meine Tests haben auch ergeben, dass die Fotos jetzt wesentlich, wesentlich schärfer sind. Leider hat nicht jede Kamera die Möglichkeit der Feinjustierung der Objektive auf den Autofokus. Ich würde euch einfach mal empfehlen, guckt in euer Kameramenü, wenn ihr diese Funktion habt, testet es einfach mal aus, macht ein paar Testfotos und vielleicht geht es euch wie mir, denn ich habe tatsächlich bei so gut wie allen Objektiven, wie gesagt, festgestellt, dass die leicht daneben sind und bin jetzt echt erstaunt, wie scharf und knackig meine Fotos jetzt sind, weil ich auch wesentlich häufiger durch den optischen Sucher als mit dem Live-View fotografiere. Wenn ihr allerdings, wie gesagt, eine Systemkamera habt oder ihr fotografiert immer nur durch den Live-View, dann braucht ihr das auch nicht unbedingt machen. So, meine fotobegeisterten Freunde, das war's auch schon. Ich hoffe, mein kleiner Tipp hilft euch dabei, noch das Maximale an Schärfe aus euren Fotos rauszuholen. Es ist mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber die Arbeit lohnt sich wirklich. Also bei mir, beim 85mm, lag der Wert mit plus 14 wirklich arg daneben, und bei meinem 150 bis 600 G2 von Tamron lag er mit plus 12 auch arg daneben. Und bei diesen beiden Objektiven merke ich auch wirklich einen deutlichen Unterschied jetzt beim Fotografieren. Bei dem anderen fällt es ja wirklich kaum auf. Wenn ihr auch so eine dolle Abweichung hattet, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, es würde mich mal wirklich interessieren. Und ihr könnt mir auch gerne schreiben, was für Tutorials ihr als nächstes sehen wollt. Ihr wisst, Foto, Video in dem Bereich, gerne. Und wenn es was Ähnliches ist und das hat damit zu tun, könnt ihr mir das auch gerne schreiben, dann gucke ich mal, ob ich da auch was Schönes machen kann. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken, das Video zu liken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Habt noch einen wunderschönen Tag. Rinjahauen. Tschö, tschö.